Es lebte einmal ein Fischer mit seiner Frau in einer kleinen Fischerhütte an der See. Eines Tages hatte der Fischer einen großen Butt an der Angel. Da sprach der Butt zu ihm: Hör mal, Fischer, ich bitte dich, lass mich leben. Ich bin kein richtiger Butt. Ich bin ein verwunschener Prinz. Was hilft's dir denn, wenn du mich tötest? Ich würde dir niemals schmecken. So setzte der Mann den Butt wieder in das klare Wasser, ging zu seiner Frau nach Hause und erzählte ihr von seinem Erlebnis. Idiot! Was? Warum hast du dir nichts gewünscht? Was wünschen? Ein Fisch, der sprechen kann, kann auch Wünsche erfüllen. Er. Wer? Schuldet dir was? Was bitte? Mehr! Was brauche ich mehr? Da geht noch viel mehr! Wünsch dir ein Haus aus Stein! Was brauche ich, ein Haus aus Stein, bitte? Dann wirst du glücklich sein! Ja, ist okay, okay, okay. Manche tippete, Butti, Butti in der See. Meine Frau, die Insel will nicht so, wie ich wohl will. Ja! Schuldet dir was? Ja, was ist jetzt noch? Mehr! Da geht noch viel mehr! Was? Wünsch dir, der König zu sein! Ja bitte, was brauche ich, ein Palast? Dann wirst du glücklich sein! Ja, okay, okay! Manche Timothy, Butti in der See. Meine Frau, die Isabel, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? Sie will wie Kaiser, wie König, wie Papst sein! Geh nur hin, siehst du schon. Er schuldet dir was. Mehr. Da geht noch viel mehr. Wünsch dir wie Gott zu sein. Spinnst du wieder? Dann wirst du glücklich sein. Manche Timothy, Manche in der See. Meine Frau, die Isabel, will nicht so wie Gott will sie sein. Geh mal hin. Was? Wieso jetzt wieder Fischerhütte?